Hi und willkommen zu einer weiteren Episode von Minecraft Hypixel Skyblock. Also zum Beginn sieht man hier gleich, dass es mal wieder regnet. Und ironischerweise ist das genauso wie im realen Leben bei mir. Und ja, schaut mal. Mir wurde zwar schon der Hinweis gegeben, dass ich mal mit Glowstones meinen Park beleuchten kann, aber das hatte ich so oder so geplant. Ich wollte nur mal genau gucken, wo denn die Schwerpunkte sind, wo es ja am dunkelsten ist. Und eigentlich hätte ich es doch wissen müssen, dass hier die meisten Monster spawnen. Und ja, ich hatte noch an etwas gedacht, nämlich die Tatsache, wie komme ich denn an Schwarzeichen-Setzlinge? Indem ich mir ganz einfach mal mein Schwarzeichen-Minion schnappe, aber vorher noch etwas Platz mache. Denn ich habe ja leider nur noch, oder erst, nur 12 Teile. Zack. Und werde erstmal hier mein Minion parken. So, ich hoffe mal, dass ich das dann nicht vergesse. Mein Gesteinsminion wieder rauszuholen, wenn die Zeit gekommen ist. Und wenn ich schon mal dabei bin. Zack. Sehr fein. Denn ich habe es bald geschafft, mein Gesteinsminion weiter zu befördern. Und ja, er dreht sich gerade so demonstrativ weg. Und hier, ich habe es geschafft. Meinen ersten Stufe 11 Minion. Hat schon ordentlich wieder was gesammelt und ja. Jetzt werde ich nämlich, der wird übrigens mein einziger Stufe 11 Diaminion bleiben. Denn jetzt würde ich voll auf meine Rüstung gehen. Und jeweils 16. Ich werde jeweils 16 Block sammeln und damit mein Tier um eine Stufe erhöhen. Und ja, bevor ich es wieder vergesse, wo habe ich mein Schwarzeichen-Minion? Da ist er. Und dann nochmal kurz gucken. Nö, ich werde ihn jedenfalls ganz normal in meinem Park aufstellen und mir ab und an ein paar Schwarzeichen-Setzlinge mopsen. Mal sehen, ob Harvesting da funktioniert oder auch nicht. Gut, ich werde jedenfalls hier warten, bis hier genug... Aha, so arbeitet er also. 42 Sekunden, ah, kein Wunder. Und er hat schon 16.000 Ressourcen generiert. Na, fein. Mal gucken, ob das so funktioniert, weil ich möchte... Zwischen diesen großen Abständen möchte ich Schwarzeichenbäume pflanzen, damit das Ganze noch so weit, sagen wir mal, es wird so weit, soll noch so weit. Ja. Ich möchte hier Schwarzeichenbäume pflanzen, weil ich der Meinung bin, das würde hier das Ganze noch weiter ergänzen. Okay, aber egal jetzt, ich will jetzt nicht noch weiter Zeit verschwenden. Ich möchte auf jeden Fall diese vier Sorten Bäume hier anpflanzen und ich weiß nicht, wie ich das landschaftsmäßig gestalten kann. Ich bin halt kein Gartenlandschaftsbauer und weiß nicht ganz, wie das aussehen würde. Vielleicht mache ich doch ganz schlicht einen Wald und dazwischen Gras und Blumen. Ja, das hätte was. Aber egal jetzt. Ich habe jetzt genug gebabbelt und werde auf jeden Fall gleich in die Beschleunigung gehen und euch zeigen, wie ich soweit abbaue. Das wieder anpflanzen erspare ich euch. Na dann, zeige ich euch mal meine Abbaumethode. Thank you.
So, ich wette, einige werden sich wundern, warum ich das so umständlich in die Truhen lege. Die Sache ist, normalerweise könnte man doch alles mit einmal reinlegen. Nur die Sache ist die. Seht ihr? Das ist das Problem. Alles springt erstmal rein und in einer Viertelsekunde springt es wieder zurück. Ich weiß nicht, ob das an meinem Kartoffel-PC liegt oder an meinem Kartoffel-Internet. An beidem. Aber die Kartoffeln hier springen immer wieder zurück. So wie alle anderen Gegenstände auch. Und jedenfalls sind noch die zwei Streifen übrig. Die würde ich dann auch so abrasieren. Und diesen Streifen hier würde ich zum Schluss lassen. Weil das ist alles fürs Lager. Aber das hier, das ist das Material, das ich brauche, damit es hier wieder angepflanzt werden kann. Und das in etwa reicht soweit. Und ich habe wahrscheinlich noch dann 5-6 Stapel habe ich am Ende noch übrig. Vielleicht sogar mehr. Ich glaube, es waren 8 oder so. Aber ich denke mir, es ist soweit recht gut gelöst. So. Ich hatte ja noch was in meinem Lagerhaus und werde mal sehen, wie das denn ausschauen wird. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie breit sich so ein Dunkeleichenbaum macht. Also werde ich mal... Ich hoffe mal, dass es jedenfalls so stimmt und dann wollen wir mal schauen, ob das Prinzip stimmt. Aha. Ja, sagen wir es geht. Die Bäume in Minecraft sind wirklich stark verbesserungswürdig. Zumal ich mich frage, warum gibt es teilweise solche Bäume und dann teilweise sowas hier. Ja, siehst du, das sage ich auch. Ich finde, das da kann abgeschafft werden und Platz machen, dass nur noch solches bauen. Oder sagen wir mal bei diese hier, die kommen auch weg und machen Platz für, na, wo haben wir das denn? Sowas hier. Und sowas gibt es bestimmt auch mit anderen Varianten. Aber egal, ich mache schon wieder zu lang und möchte euch gleich hier verabschieden. Naja. Na denn. Wir sind hier auf jeden Fall gelandet. Ich habe keine Ahnung, warum hier was fehlt. Und ja, wie auch immer. Damit möchte ich euch auf jeden Fall verabschieden. Ich hoffe, was ich soweit hier gezeigt habe, hat euch soweit gefallen. Lasst mir weiterhin euer Feedback da, wenn ihr wollt. Empfehlt mich weiter. Über ein Abo würde ich mich selbstverständlich auch freuen. Bis zur nächsten Folge und tschüss.